Okay, dann verschieben wir das ein bisschen mit den Zeiten. Dann spielen wir ab 15 Uhr ESO. Bis 15, bis 17:30 ungefähr. Dann switche ich hier nochmal rein, mach kurz Daily und dann geht's weiter. Hau ab, Fliege. Jo! Also, während wir warten, könnte ich eigentlich meine Klassenquests machen. Ist nur die Frage, machen wir den Gärtner als erstes mit der Klassenquest oder machen wir den Fischer als erstes mit der Klassenquest? Gut, den Fischer können wir eh nur bis 50 machen, gerade. Was meint der Gärtner als erstes oder Fischer als erstes? Quad, aber. Weil den Dragoon, dann mache ich die Quest erst, wenn wir 49 sind. Fischer ist halt schon am weitesten, ne? Fragen über Fragen. Status. Ah, okay. Truhenvergrößerung kommt dann erst. Ich weiß, dass beim Fischer irgendwann diese Zeiten kommen. An die ich mich wahrscheinlich eh wenig halte. Hoffe ich wahrscheinlich lieber. Kommen wir mal an das Fischer. Wir gehen als erstes fischen. Okay. Ich habe keine Lust. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ich würde mir, glaube ich, genauso gehen. Ja. Wunderbar. Hallöchen. Palim, palim. Hallo, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Lynxart von der Gilde der Gourmets hat mich gerade damit beauftragt, einen bestimmten Fisch zu liefern. Es handelt sich um einen Schattenkattfisch. Man kann ihn nur an einer bestimmten Angelstelle im Nordwald erwischen, dem Herbstkürbissee. Um ihn zu fangen, braucht man eine ganz bestimmte Fähigkeit, nämlich die Naturköder zu verwenden. Um es kurz zu machen, man benutzt bei dieser Fähigkeit einen Fisch, den man gefangen hat, als Köder für den Fisch, den man eigentlich fangen will. Du bist im Moment die Einzige hier in der Gilde, die diese Fähigkeit besitzt und außerdem flexibel genug ist, um die gerade erwähnten Fanggründe zu besuchen. In letzter Zeit hast du dein Können als Anglerin sehr verbessert. Du wirst sicher keine Probleme mit dieser neuen Fähigkeit haben und deshalb wäre ich dir wirklich sehr verbunden, wenn du diesen Auftrag annehmen könntest. Ich muss jetzt einmal kurz sprinten. Sonst wird das nichts. Ich habe nur noch 25 Sekunden. Oh Gott. Ich glaube, den an. Das nehme ich gleich einmal. Gebe ich einfach gleich Dings. Löse ich einmal gleich nochmal auf und nehme nochmal neu an. Kann ich nochmal lesen. So. Oh, was macht man nicht für ein paar Level, ne? Ja, rennt da rein, rennt da rein. Oh, hi. Ich hole mal kurz. Ich hole mal kurz. Hi. Sich vorzustellen, man könnte irgendwann Geld mit Fischen zu verdienen. Ah, guter Witz. Also letztes Jahr ging es wohl noch. Letztes Jahr haben es wohl noch ein paar hingekriegt. Also wenn ich jetzt, ich habe ja mein 90er, wenn ich damit dann irgendwie versuche, was zu kriegen, also, naja. Da kauft keiner Fisch. Da will keiner Fisch haben. Ich weiß auch nicht warum. Also ich kann so eine Art Spiel nicht abgewinnen. Wie auch immer. Muss man ja auch nicht. Also bei mir hat es, glaube ich, auch gedauert, bis ich solche Spiele gern gespielt habe. Ich glaube, ich habe einfach früher immer die falschen gespielt.
Aber ich spiele ja unterschiedliches. Wir spielen ja auch morgen zum Beispiel Life is Strange. Also ich spiele auch gern Story Games. Aber Teufelsweib, sei froh, dass ich die Effekte nicht großartig anhabe. Dann wäre es noch unübersichtlicher. Ich glaube, hier habe ich... Oder habe ich sie hier doch an? Ich weiß es nicht. Ich meine aber nicht. Nee, ich habe sie, glaube ich, nur vereinfacht. Vereinfacht habe ich sie an. Irgendwo... Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo man das... Oh, wollte man das so nochmal sehen können. Da. Ja, ah nee. Haha. Doch, jetzt ist es vereinfacht an. Hat ich nämlich nicht an. Haha. Das ist sogar einfacher. Fliege, hau ab, ey. Keiner will dich hier haben. So unübersichtlich. Also ich glaube, auf meinem Main wäre es auch deutlich... Noch deutlich unübersichtlicher. Hier geht es tatsächlich. Aber ich habe auch dafür gesorgt, dass alles so ein bisschen aufgeräumter ist. Aber es ist auch Gewohnheitssache. Du startest ja anfangs wirklich mit nichts. Also mit einer komplett reinen Fläche. Also. Da geht das hier noch. Bin nur noch nicht sicher, ob ich das alles hier so lasse. Mal gucken. Viele haben dann ja auch hier an den Seiten dann ihre anderen Sachen. Aber es ist auch von MMO zu MMO unterschiedlich. Ich glaube, ESO ist das Spiel, wo es am wenigsten irgendwelche großen Elemente gibt. So von denen, die ich spiele. Ich glaube, in Lotro hast du auch so ein Mittelding. Ich glaube, da ist auch nicht so viel. Und im WoW geht es eigentlich auch. Dadurch, dass ich keine Addons nutze. Warum auch? Ich spiele ja nicht oft. Ich spiele nun wirklich nicht oft. Und hier ist es halt einfach... Oder jetzt noch relativ einfach. Tada. Bitte in diese Richtung. Diesen Weg Richtung. Hier geht's lang. So, bitteschön. Ich wollte gerade sagen, dass der Gruppe weiß noch nicht, wo es lang geht. Jeder sein eigenes angepasstes UI. Ja gut. Hier gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten. Also ja, du kannst hier diese Leisten umschieben. Aber du darfst hier, meine ich, keine Addons haben. Du darfst das Spiel nicht modden. Ist verboten. Gibt bestimmt welche, die es trotzdem machen, aber es darf halt im Stream zum Beispiel überhaupt nicht gesehen werden. Werden die Leute tatsächlich recht schnell weggebannt. Also, wie gesagt, das hier kannst du halt auch alles ein- oder ausblenden. Alles kannst du dir verschieben, wie du es haben willst. Es passt eigentlich sogar. Bin mit dem UI echt zufrieden. Ich habe das Gefühl, dass du denkst, vielleicht so früh sterben könnte. Ich habe leider meine AOE noch nicht, die kann ich hier nicht nutzen. Ich komme hier, glaube ich, erst auf 50. Auf 45. Ja, er könnte überleben. Er überlebt. Oh, ich hasse Leveln. Weil ich möchte halt gern den... Dragoon einmal auf... einmal auf 50 haben heute. Wäre zumindest nice. Ich würde es vielleicht etwas sehr extrem, was das angeht. Besser so, als wenn alle schummeln. Das stimmt auch wieder. Aber ja, extrem sind sie da schon. Wir sind da jetzt sehr hinterher.
Wie gesagt, hatte das mal bei einem Streamer gesehen. Und der war schneller weggebannt, als man gucken konnte. Ja. Wo ihm der Chat gesagt hat, du solltest es vielleicht ausmachen. Ja. Er dachte, er wäre schlauer gewesen. Also ich wusste noch nicht mal, dass es das hier überhaupt, also dass das hier überhaupt möglich ist. Aber, na gut, modden kannst du, glaube ich, mittlerweile alles. Wenn man es kann. Weißt du, ich bin schon froh, wenn ich meine Mods bei Sims 4 irgendwie reinkriege. Dann bin ich schon verdammt stolz. Oder wenn ich Gothic zum Laufen kriege, bin ich auch verdammt stolz, wenn ich das irgendwie hinkriege. Oder Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Das habe ich auch zum Laufen gekriegt. Über Umwege, aber es läuft. Aber in so Sachen, da denke ich mir, okay, das kriege ich mittlerweile hin. Das passt. Ich hatte nicht ohne Grund in Informatik eine 6. Aber Informatik hat mich auch null interessiert, davon ganz abgesehen. Huch. Das ganze Programmieren und so, das war jetzt nicht so mein. Welches Level haben wir? 47. 2 bräuchten wir noch. Problem ist, in die andere. Gott, für diesen Boss brauchen wir gute Musik. Meinst? Wir brauchen Katzenboss, ey. Ich geh mit dem Rücken. Okay, den Tank hat's versteinert. Ich liebe Nyan Cat. Und kann der Healer sogar aufheben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Habe ich als. Doch, als ich einmal als Heiler drin war, muss ich die halbe Gruppe wieder entsteinern. Weil keiner gemerkt hat, dass sie sich umdrehen müssen. Oh. Wollte das nicht? Okay. Ich hab's da drauf gedrückt, aber wollte irgendwie nicht. Der wollte kein LB ziehen. Ich hab drauf gedrückt extra. Yay, WS-Ehrung. 48, ein Level brauche ich noch. Nett. Die Notenrolle habe ich noch nicht. Jetzt kann ich alles abgeben. Ich hab bei der Notenrolle. Alles so. Ja, so in etwa. So in etwa. Ich hab meine Notenrolle. Ach du Grüne, wie sieht denn jetzt aus? Okay. Nett. Wirklich sexy. Ja, komm, ich lese die eine Quest jetzt nicht extra nochmal. Ich hab mir jetzt einen Fisch fohlen. Fisch fangen. Oh. Ja, was mache ich jetzt mit dir, ne? Am Ende der Hauptstory von Shadowbringer. Sehr cool. Sehr cool. Das Ende von Shadowbringer war cool.
sollte, glaube ich, reichen für ein Level mindestens. Ich soll zum Nordwald, ne? Oh, Albert. Ja. Shadowbringer ist echt cool. Aber nicht mein Lieblings-Addon. Leider nicht mein Lieblings-Addon. So. Naturköder war das dann, ne? Weiß. Ich glaube, das wäre erstmal egal. Nee, Krebsfleischball. Krebsfleischball. Oh, ich muss erstmal. Ich muss mein Gehilfe. Ich brauche Gehilfen. Merkt ihr das auf Gehilfe sehr? Also storytechnisch geht's ja sogar. Es zieht sich halt einfach nur. Die siebte Ära ist schlimm. Zumindest der erste und zweite Patch davon. Das ist jetzt nicht so ganz mein Favorit. Also bei mir ganz oben sind Endwalker und Heavensward. Das sind meine beiden Lieblinge. Dornblatt kommt bei mir tatsächlich auf den letzten. Waren die jetzt hier? Nee, waren sie nicht. Waren sie da? Krebsfleischball. Wobei, vielleicht sollte ich die anderen auch mitnehmen. Oh, ich hab da Geld. Ich hab da Money. Nein. Ja. Wurm. Die brauche ich nicht. Ich gehe ja nicht auf große Fahrt. So. Jo. Renn. Lauf, Forest. Lauf. In der Zeit, wie wir jetzt dafür gebraucht haben, hätte ich mir auch einfach vom Marktplatz kaufen können wahrscheinlich. Wäre wahrscheinlich im Endeffekt einfacher gewesen. Werde ich aber wahrscheinlich bei denen machen, wofür ich jetzt eine gewisse Uhrzeit brauche. Ja, da habe ich jetzt keinen Nerv drauf zu warten. Bin ich dann tatsächlich ein bisschen sehr faul. Zumindest was den Fischer angeht. Ich mag den Fischer einfach nicht. Nee. Ich mag das Mount. Aber ich mag den Fischer nicht. Das ist einfach. Das ist einfach nicht mein Beruf. Jo. Stell mich wieder auf meinen Platz. Ja, soll es ja klappen. Mal sehen, wie lange es dauert. Wo ist Naturköder? Da wäre Naturköder. Regenbogenforelle. Können sie ja nur um Stunden handeln. Oh mein Gott! Hihihi. Da hat sie eine Spinne runtergehangelt. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Oh, wie sie ist jetzt irgendwo an mir dran. Oh, ekelhaft.
Ich hasse Spinnen. Ich denke mir einfach nur so, was ist das da vor meinem Gesicht? Oh, 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 ekelhaft. Mieses Drecksvieh. Oh. Ey, wenn das jetzt hier irgendwo lang krabbelt, ne? Dann schrei ich. Ich hasse Spinnen. Spinnen sind so widerlich. Nützlich, aber widerlich. Ich vertraue meiner Decke nicht mehr. Wie krieg ich? Dort angekommen, benutze einen, um einen Streifengrundel. Boah, ein Streifengrundel. Gib mir einen Streifengrundel! Bitte sag mir nicht, dass ich dafür auch eine richtige Uhrzeit brauche. Also beim letzten Mal habe ich ihn sofort gekriegt. Nein, das ist ein Jungfrauenkarpfen. Ein Jungfrauenkarpfen brauche ich auch nicht. Ist auch der völlig falsche Fisch. Ja, das ein eigener Fisch. Was? Hey, was? Jungfrauenkarpfen. Wappenwelt. Regenbogenfrühling. Ich will diesen Kackfisch. Gebt ihn mir! Alter. Ich habe eindeutig zu wenig geangelt. In meiner ganzen Laufbahn hier. Das ist wieder die Regenbogenforelle. Und beim letzten Mal habe ich ihn auf Anhieb bekommen. Auf Anhieb! Sicher, dass es der richtige Köder ist? Ich muss hier überall noch angeln, ne? Sei nicht so gierig. Ja, aber... Questen ist toll, oder? Ja. Questen macht Spaß. Angeln macht nicht, macht keinen Spaß. Questen an sich liebe ich. Warum so viele kleine Nebenstories da zu sehen sind. Egal in welchem MMO. Ich liebe Questen. Nur Angeln mag ich nicht. Angeln ist sowas. Nee. 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 Das heißt, ich besorg mir den da einfach gleich vom Marktbrett. Leck mich. Stunden mit Angeln ist auch nicht meins. Nee, das ist jetzt halt so. Nee. Es gibt andere Beschäftigungen. So. So. Wen ist da die 49? Wenn wir da jetzt die 49 kriegen, können wir wenigstens die anderen Quests weitermachen. Ich kann dafür schon ein bisschen warten. Und diesmal werde ich keinen Buffhut nehmen. Ich will es nicht übertreiben. Ich will halt nicht die... direkt die 50 erreichen. Hoffen wir mal, dass das so klappt, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Ist ja eigentlich mittlerweile eine recht kurze Ini. Noch meine Dailies.
Ich brauch Gold. Ja, meine Dailies kann ich halt erst um 17 Uhr machen. Außer eine. Eine kann ich noch. Aber dafür brauche ich erst meine nächste Klasse. Weil ich hier nach... Ich habe jetzt tatsächlich gestern Abend noch mal ein bisschen überlegt. Und da ich jetzt außer zwei Klassen hier noch habe, die ich absolut nicht abkann aus dem Addon. Oder aus dem Spiel. Grundspiel. Mache ich erstmal zwei, die ich nicht abkann. Wird für mich erstmal der Gladiator sein. Wobei der Gladiator geht ja sogar. Aber ich mache halt kein Tank. Tank will ich das so lange übernehmen, wie ich die scheiß Inis noch nicht habe. Das mache ich dann lieber dann jetzt hier bei den einfachen Sachen. Da, wo ich noch tanken kann. Danach mache ich den ekelhaften scheiß Schwarzmagier. Ich hasse ihn. Ja, es ist, wenn ich auf der Stelle stehen muss, um meine Zauber zu machen. Ich hasse es. Mein Tank und DD. Ich bin eigentlich nur DD. Höchster Gefühler mein Heiler. Zumindest in Final Fantasy. Da mache ich tatsächlich auch mal den Heiler. War jetzt auch die zweite Klasse, die ich auf 50 gezogen habe. Ist aber, finde ich, auch der einfachste Heiler. So, den Gelehrten, da muss ich mich aber selber noch mal ein bisschen reinfuchsen. Sorry, Leute, das nehme ich mit. Aber tanken ist halt einfach gar nicht meins. Aber ich möchte halt mit dem hier alles außer den Blaumagier hochleveln. Was eh schon ein gutes Stück Arbeit wird. Was aber einfach ist, weil ich den Server-Routine-Bonus bis 80 habe. Das heißt, bis 80 level ich schneller als eigentlich. Hinzu kommt noch ein Ohrring. Zum Vorbesteller-Bonus. So, ja. Ich hoffe, dass ich meine ganzen Sachen da recht fix hochkriege. Ohne langes Leveln. Bin ich glücklich und zufrieden bis zum nächsten Addon. Wo ich dann die nächsten Level mache, wo es aber Gott sei Dank wahrscheinlich auch wieder einen Inhaltshelfer gibt. Da muss ich da nicht mit Randoms rein. Ich kann nicht mit NPCs versagen. Hey Leute, ich öffne die Kisten. Ich brauche noch meine Talerchen. Da hätte ich Bedarf machen können. Hm. Geil. Wahrscheinlich kriege ich eh alles, wenn die anders nicht wollen. Bisher würfe auch nur ich ums wurde gut. So, hier jetzt noch eine. Ein Level. Bin echt zufrieden. Oh, stimmt, Bestiarium hätte ich auch noch machen können. Ja, Bestiarium, oh scheiße. So auf Dauer. Echt langweilig. Mhm. Was ist da? Hier. Kämpfen und nebenbei trinken, eingießen. Läuft. Ja.
Kiste. Ich glaube, die Leute hassen mich dafür. Weil ich das eigentlich auch nur mache, damit auch die Gilde ihre Punkte kriegt. Da kriegen wir nämlich auch nochmal gut Punkte. Oh. Level 49, bitte komm. Bitte seid da. Bitte. Ja gut, AB brauche ich nicht ziehen. Gibt keinen. Nein, so kurz davor. Juhu. Na gut, das kann ich aber durch Bestiario machen. Also kein Ding. Das kleine bisschen. Wie viel fehlen? Okay. So. Fifi, willst du jetzt? Oder bist du immer noch wählerisch? Hi. Nein, das ist ein Feenbarsch. Da kann man aber froh sein, wenn man als Fischer nicht pinkeln muss, ne? Oh mein Gott, ich habe das Greifengrund. Ich aber nicht als Naturköder verwenden kann. Warum kann ich den denn jetzt hier als Naturköder verwenden? Wahrscheinlich habe ich ihn einfach nicht aufgepasst. Nein, das ist ein Koppenwilz.